So, grüßt euch, ihr Lieben. Ich mache jetzt mal ein Unboxing. Bin gespannt, was der Postbote mir gebracht hat. Sehr kreativ, würde ich sagen. Und das ist alles nicht so einfach. Ja. Wow, sehr kreativ. So viel zu komischen Verpackungen. So, und hier kommt mein Tubus Cosmo Gepäckträger. Und zwar so ein ganz edles Teil. Das ist 100% rostfreier Stahl. Ihr seht, sehr massiv gebaut. Schöne Farbe, gibt es auch in Schwarz. Hier extra mit Vorbau, damit quasi vorgezogenem Gepäckträger, damit das Rücklicht geschützt ist bei Aufprall oder so. Und ich muss sagen, es macht einen sehr soliden Eindruck hier. Mal weg hier. Was das auch immer ist. Okay. So. Somit haben wir das auch weg. Was ist das? Das ist wahrscheinlich die Anbaustütze. Man braucht ja, genau. Hier sind noch ein paar Teile dabei. Genau, aber erst nochmal können wir uns das nochmal in Ruhe anschauen. Ja, sehr solide. Ja, ich habe mich nach mehreren Gepäckträgern umgeschaut. Alternative war der Tubus Cargo für mich, weil sowohl dieser als auch der Cargo bis zu 40 Kilogramm Gepäck tragen können. Und da dieser der Cosmo rostfrei ist, habe ich mich am Ende dann doch trotz höherem Endpreis für den Cosmo entschieden. Da ich denke, das ist eine Investition für die Ewigkeit, so ein Gepäckträger, wenn der mal bricht. Wie gesagt, das Stahl kann man direkt wieder schweißen, in jeder Schlosserei weltweit. Also es ist ein exquisiter Reiserad-Gepäckträger und ich freue mich schon, ihn auszuprobieren. Da sind noch ein paar Schellen irgendwie für die Befestigung. Das werde ich mir dann mal in Ruhe anschauen. Ja, dann danke ich euch soweit erstmal fürs Zuschauen und wir sehen uns dann, beziehungsweise hören uns wieder im nächsten Unboxing-Video. Bis dahin, ciao.